Hanzek für Green und der junge Josip für Asano. Und da ist Josip Rekalo noch besser, noch exakter als... Ging es dann aber furios zur Sache. 51. Minute, langer Ball auf Terodde, da war geklärt, hat eigentlich alles im Griff und dann das direkt auf Maxim und der macht ihn rein. Der Ausgleich aus über 40 Metern. Den Kuchen geben. 89. Minute. Ginczek nagelt das Ding rein. Macht sein Tor doch noch. Veel tegenhouden in de eerste helft. Mooie actie en een geweldige goal zeg. 3-0. Voor Ghana. Geen enkele kans voor Abel Mamo, de keeper van Ethiopië. Op die fantastische... Also bei uns ist Ebenezer! Ebenezer! Im defensiven Mittelfeld bei unserem VfB daheim. Ich glaube, ihm gefällt es ganz gut. Er ist gekommen, er hat gespielt und hat das wirklich, wirklich immer fast gut gemacht. So, tolle Leistung von ihm, reingeschmissen worden und funktioniert. Das hat dem VfB großen Rückhalt gegeben. Wenn der Schuss nicht reingefahren wäre, hätte er mit dem... Gibt's dann noch für die Cannstätter Mangala und Burnic, die das gut machten als Doppelsechs im zweiten Durchgang. Dann kommt Emiliano Insua an den Ball und der Argentinier beendet diese Partie mit einem absoluten Traumtor, wie sie eigentlich schon in Durchgang 2 begonnen hatte. Erst Donis und nun also Insua. Da kann man sich kaum entscheiden, welches Tor schöner war. Am Ende steht ein sehr, sehr überzeugender Testspielsieg des VfB Stuttgart. 5:0, alle Treffer in Durchgang 2 gefallen. Es wird noch zwei weitere Male getestet.
der Treffer ihm Selbstvertrauen gab, das sehen Sie hier. Freistoß an der Mittellinie. Samuel Meyer schnappt sich den Ball und schießt direkt. Der Ball segelt über Maximilian Scheler ins Tor. Wahnsinn! Ein Treffer der Marke Tor des Monats. So frech muss man erstmal sein und es von der Mittellinie probieren. Selbst die Mannschaftskollegen schütteln ungläubig den Kopf. Hier nochmal das Tor zum Genießen. Das Spiel. Den Schlusspunkt setzt erneut dieser Manuel Kober. Das Beste kommt absolut zum Schluss. Und was für ein unglaubliches Spiel, dass der VfB dank jeder Menge Herz und Initiative am Ende doch noch für sich entscheidet. Endstand 5:4. Jetzt wieder, jetzt geht's in die Spitze und stehen wieder drei Mann vorne, aber alle zugedeckt. Jetzt versucht er wahrscheinlich, wird es einen Weitschuss geben von der Mitte. Oh, Tor. Ach du liebe Zeit. Was für ein Ding. Unglaublich, wie der sich noch runter. Der ging erstmal so hoch, der Ball. Ich dachte, der geht übers Tor und dann senkt er sich rein. Ausgleich 2:2. Mehr oder weniger aus dem Nichts. Ei. Mein lieber Mann, man kann alles von dem Spiel sagen, aber nicht, dass es nicht spannend wäre und dass es keine Überraschungseffekte hätte. Der VfB braucht dringend mal Entlastung. Özcan's super Ball auf Josep Brekalo kam für den verletzten Apollo. Links Asano kam für den verletzten Ginczek. Nö, selbst ist der Mann. 2:1. 51. Wieder so ein frühes Tor. Jetzt der VfB 2:0 am Ende 68. Minute im Angriff. Der Ball auf Haik Galstian. Galstian! Was ein Ding zum 2:0.
Leistung gegen den VfB Stuttgart. Eine Energieleistung deshalb, weil der VfB trotz schwächerer erster Hälfte in der 41. Minute mit 1:0 in Führung gehen konnte. Gentner nach klasse Zuspiel von Akolo kurz vor der Pause zur Führung für die Stuttgart.